بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen in der Sommerzeit. Es ist mashallah sehr schön hell. Und wir wollen heute wieder unsere Reihe fortsetzen über den Koran, und zwar über den sogenannten Tafsir Maudu'i zum Koran, das heißt den thematischen Tafsir, wo wir uns insbesondere auch mit den Themen der jeweiligen Suren beschäftigen und auseinandersetzen. Und wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, uns mit der Sura Nummer 81 beschäftigen. Der Sura Nummer 81, und zwar Surat At-Takwir. Ich wollte eigentlich schon, soweit ich mich entsinnen kann, letzte Woche, oder? War das nicht so gewesen? Letzte Woche wollte ich eigentlich schon Surat At-Takwir machen, aber hatte, oder vorletzte Woche, und hatte gesagt, dass ich mich nochmal ein bisschen vorbereiten möchte auf die Sura. Und habe mich jetzt noch mal ein bisschen vorbereitet auf die Sura. Und es gibt immer noch eine oder zwei Fragen, die bei mir offen sind, aber die werde ich dann auch insha'Allah ta'ala euch erwähnen oder erzählen, welche Fragen und warum sie bei mir offen sind. Aber beginnen wir zunächst erst einmal insha'Allah ta'ala mit dieser wunderbaren Sura, Surat At-Takwir. Surat At-Takwir ist eine rein mekkanische Sura. Eine rein mekkanische Sura, der Aufbau der Sura, das Thema der Sura, welches behandelt wird, alles deutet darauf hin, dass es sich hierbei um eine Sura handelt, welche in Mekka offenbart wurde. Surat At-Takwir besteht aus 29 Versen, obwohl sie gerade mal, also nicht einmal, könnt ihr hier sehen, eine Seite lang ist. Und der Grund hierfür ist, dass die Verse relativ kurz sind. Und sehr einprägsam sind. Surat At-Takwir ist eine Sura, welche unter anderem den jüngsten Tag behandelt. Und deswegen gibt es eine Überlieferung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie es Imam Ahmad überlieferte: Man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati ka'annahu ra'yu 'aynin falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama'u fatarat wa idha as-sama'u shaqqat. Wer den jüngsten Tag erblicken möchte, als könnte er ihn mit eigenen Augen sehen, also vor sich sehen, der soll welche Suren lesen? Einmal Surat At-Takwir, Surat Al-Infitar, die Sura davor, die wir schon behandelt hatten, und Surat Al-Inshiqaq. Weil diese Suren sehr genau auf den jüngsten Tag und insbesondere den Beginn des jüngsten Tages eingehen, und uns aufzeigen, was am jüngsten Tag alles geschehen wird. Und Surat At-Takwir ist die Sura, wo Allah subhanahu wa ta'ala sehr ausführlich auf den jüngsten Tag eingeht. Und zwar mit insgesamt 12 Schwüren am Anfang der Sura. Allah ta'ala erschwört gleich am Anfang der Sura 12 Mal. Und jeder Schwur hat es in sich. Und wir werden uns diese Schwüre gleich anschauen, insha'Allah ta'ala. Aber es gibt hier eine interessante Sache. Und zwar wird von Abdullah ibn Abbas überliefert, dass es sich bei den ersten 6 Schwüren um Schwüre handelt, welche Phänomene beschreiben, die sich vor dem jüngsten Tag abspielen. Also die den jüngsten Tag einleiten. Während die 6
anderen Schwüre, also von 7 bis 12, Phänomene behandeln, welche sich dann am jüngsten Tag selbst abspielen werden. Also diese Schwüre, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt, meine lieben Geschwister, sind nicht einfach aneinandergereiht, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie klar und deutlich geordnet. Und sie sind genau aufgeteilt in 6 Schwüre über Phänomene vor dem jüngsten Tag oder zu Beginn des jüngsten Tages und 6 Schwüre, welche dann den jüngsten Tag selbst betreffen. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala 6-mal oder 12-mal schwört, kommt das, worauf er schwört. Auf Arabisch nennen wir das Al-Muqsam alayhi. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Um dann wieder zu schwören. Aber diesmal geht es bei den Schwüren um etwas anderes. Diesmal geht es darum, die Wahrhaftigkeit der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala zu bestätigen. Also es geht am Anfang der Sura, in diesen ersten Versen, in diesem ersten Abschnitt darum, den Menschen auf den jüngsten Tag und auf die Abrechnung aufmerksam zu machen, sodass er erst einmal zuhört, völlig überwältigt ist. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das am Anfang der Sura getan hat, geht Allah ta'ala über wiederum mit Schwüren, um uns dann als Menschen auf die Wahrhaftigkeit der Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinzuweisen. Also kann man sagen, dass die Sura eigentlich in 2 Teile aufgeteilt ist. Der erste Teil ist dazu da, um die Aufmerksamkeit des Menschen auf das zu lenken, was ihn erwarten wird, sodass er bereit ist, zunächst erst einmal nachzudenken und sich Gedanken zu machen. Und im zweiten Teil beweist Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht die Botschaft eines Hochstaplers und Lügners ist oder eines Verrückten, sondern dass es sich hierbei um die Botschaft von einem edlen Propheten handelt, der diese Botschaft wiederum in Empfang genommen hat von einem edlen Gesandten, nämlich Jibril alaihi salam, der diese wiederum empfangen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Um uns dann am Ende aufzuzeigen, als Abschluss dieser Sura, dass jeder Mensch im Grunde genommen frei ist in dem, was er tut. Er kann die Botschaft akzeptieren und er kann die Botschaft ablehnen. Aber am Ende steht Allah subhanahu wa ta'ala über allen Dingen. Das erst einmal, damit wir so eine Struktur der Sura haben. Wir werden uns natürlich jetzt die Sura etwas genauer angucken. Wir können auch, alhamdulillah, weil die Sura noch relativ kurz ist, auf alle Verse eingehen. Aber das erst einmal, damit wir eine Struktur haben. Worum geht es eigentlich in dieser Sura? Was will Allah subhanahu wa ta'ala uns damit eigentlich sagen? Kommen wir jetzt insha'Allah zu den ersten 6 Schwüren, die wir hier in dieser Sura vorfinden. Und was hatten wir gesagt gehabt? Wir hatten gesagt gehabt, dass es sich hierbei um Dinge handelt und um Phänomene, die mit dem Beginn des jüngsten Tages erscheinen werden. Und es ist sehr, sehr interessant, wie Allah subhanahu wa ta'ala das beginnt. Und zwar entgegen der Regel in der arabischen Sprache. Wie ist ein Satz in der arabischen Sprache eigentlich aufgebaut? Es gibt 2 Arten von Sätzen in der arabischen Sprache. Welche Arten von Sätzen gibt es in der arabischen Sprache? Weiß es jemand? Ja. Jumla ismiya und Jumla fi'liya. Ein Nominalsatz und ein Verbalsatz. Ein Nominalsatz und ein Verbalsatz. Gebt mir mal ein Beispiel, die Araber unter uns, für einen Nominalsatz, für eine Jumla ismiya. Irgendein Beispiel. Na, mashallah, die Nicht-Araber auch unter uns. Ja. Ja. Was? Harun Jamil. Harun Jamil, ja, salam. Harun ist schön, ja, salam. Mashallah, was für eine Liebe. Ja, absolut richtig. Harun Jamil. Harun ist Mubtada, Jamil ist Khabar. Ja? Das ist der erste Teil des Nominalsatzes, ja, und der zweite Teil des Nominalsatzes. Wenn ich ein Verb im Satz habe, dann habe ich in der Regel eine sogenannte Jumla fi'liya, das heißt einen Verbalsatz. Und wie beginne ich den Verbalsatz? In der Regel mit einem Verb. Das heißt, wenn ich ein Verb habe, beginne ich in der Regel mit dem Verb, dann ist es ein Verbalsatz.
Indem ich sage, ذهب الرجل. Der Mann ist gegangen. Im Deutschen hat man zuerst zu sagen, na, was ist das? Grammatikalisch gesehen, angehender Deutschlehrer. Ja, was ist der Mann in der Satzstellung? Ja, frag jemand anderen. Ja? Was? Prädikat und was ist das andere? Ja, gut, okay. Ihr wisst schon Bescheid, ja? Deutsche Grammatik, schrecklich, ich war nie gut gewesen. Und auf jeden Fall, ich wollte euch nur prüfen, ja? Also, ob ihr gut aufgepasst habt in der Schule. Und auf jeden Fall, ja, im Arabischen würde man normalerweise wie den Satz beginnen mit gegangen ist der Mann. Gegangen ist der Mann. So beginnt man einen arabischen Satz, wenn man einen Verbalsatz hat. Aber interessant ist, dass in dieser Sura es genau umgekehrt ist. Und zwar Allah Ta'ala, er beginnt mit was? Mit dem Nomen und dann kommt erst das Verb. Also entgegen der Regel. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. Wenn die Sonne umschlungen wird. Wir werden gleich über das Verb كُوِّرَتْ sprechen. Eigentlich müsste es heißen إِذَا كُوِّرَتْ الشَّمْسُ. Also das Verb zuerst. Aber Allah Ta'ala, er verwendet hier zuerst das Nomen, nämlich die Sonne. Ähnlich haben wir es auch in Surat Al-Fatiha. In Surat Al-Fatiha sagen wir Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Unterstützung. Normalerweise müsste es heißen Na'buduka wa nasta'inuk. Man müsste mit dem Verb anfangen. Aber Allah Ta'ala, er stellt hier das Objekt vor das Verb. Aus welchem Grund tut das Allah? Was ist der Grund dafür, dass das Objekt vor das Verb gestellt wird? Ja? Um die Wichtigkeit dieser Sache hervorzuheben. Um aufzuzeigen, dass wir nur Allah dienen. Und nur Allah um Hilfe bitten. Und genauso auch hier. Allah subhanahu wa ta'ala, er stellt das Nomen vor, damit die Aufmerksamkeit des Menschen zunächst erst einmal auf das lenkt, was er jeden Tag sieht, nämlich die Sonne. Iza Shams, jeder von uns kennt die Sonne. Wenn die Sonne plötzlich was? Umschlungen wird. Iza Shamsu kuwirat. Allah Ta'ala, er möchte noch einmal die Gewaltigkeit der Angelegenheit in den Vordergrund stellen. Und deswegen beginnt er nicht mit dem Verb, sondern er beginnt mit dem Nomen. Um uns darauf aufmerksam zu machen. Wenn die Sonne umschlungen wird, Iza Shamsu kuwirat. Was heißt denn Kuwirat? Kuwirat hat verschiedene Bedeutungen. Die ursprüngliche Bedeutung von Kuwirat ist, wenn man einen Turban sozusagen umschlingt, also wickelt. Ja? Man wickelt einen Turban. Ja? Das ist die Bedeutung von Kuwirat. Dass man etwas sozusagen umschlingt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, dass irgendetwas am jüngsten Tag mit der Sonne geschehen wird. Weil Kuwirat hat noch andere Bedeutungen. Kuwirat hat auch noch die Bedeutung, dass das Licht der Sonne schwindet. Also es ist nicht nur so, dass die Sonne umschlungen wird, sondern das Licht der Sonne verschwindet ebenfalls. Also was will Allah subhanahu wa ta'ala uns damit sagen? Es gerät etwas aus dem Gleichgewicht. Und die Sonne wird umschlungen von der Dunkelheit, sodass das Licht der Sonne vollständig vergeht. Die Sonne, die jeden Tag aufgeht und wieder untergeht, sie wird plötzlich nicht mehr aufgehen. Sie ist plötzlich weg. Das Gleichgewicht des Universums ist aus dem Fugen geraten. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über die Sonne spricht, spricht er jetzt über alle anderen Himmelskörper. Indem er nämlich sagt, nicht nur die Sonne verliert ihr Licht und gerät aus ihrer Bahn, sondern
mit der Sonne das gesamte Universum. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. Und wenn die Sterne, und er übersetzt das jetzt hier, verstreut werden. انْكَدَرَتْ hat verschiedene Bedeutungen. انْكَدَرَتْ kann bedeuten, dass etwas verstreut wird. Aber انْكَدَرَتْ kommt auch von dem Verb كَدِرَ oder كَدَرَ. Und was heißt كَدَرَ الْمَا? مَا und كَدِر. Wasser, was nicht mehr rein ist, was nicht mehr durchsichtig ist. Wasser, was schmutzig geworden ist. Also dieses Verb انْكَدَرَتْ deutet auf zwei Dinge hin. Einmal, dass die Sterne verstreut werden, also nicht mehr in ihren Bahnen sind, was wiederum auf das hindeutet, was wir in dem ersten Vers hatten, nämlich, dass das Universum aus der Bahn gerät und das Gleichgewicht des Universums nicht mehr vorhanden ist am jüngsten Tag. Und gleichzeitig verlieren die anderen Sterne ebenfalls ihr Licht. Wie bitte? Ja, trübe. Ja, sie werden wie, als wären sozusagen, sie können nicht mehr leuchten, wie sie es vorher konnten. Und dann kommt der dritte Schwur. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. Und wenn die Berge versetzt werden, wieder etwas, was darauf hindeutet, dass das Gleichgewicht nicht mehr vorhanden ist. Wozu sind die Berge da? Um die Erde zu stabilisieren. Allah ta'ala, er spricht im Koran darüber, dass die Berge Pflöcke sind in der Erde, welche die Erde stabilisieren sollen. Und plötzlich dieser Berg, der auf Stabilität hindeutet, der auf etwas Festes hindeutet, der auf Stärke hindeutet, dieser Berg, der fängt an, sich zu bewegen. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt das an anderer Stelle im Koran, an vielen Stellen im Koran, nicht nur an einer Stelle. Ja? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den jüngsten Tag, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاقِرِينَ. Und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, außer wer Allah will, und alle kommen in Demut zu ihm. Und dann der darauf folgende Vers, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ. Und du siehst die Berge, von denen du meinst, sie seien unbeweglich, fest, während sie wie Wolken vorbeiziehen. Sie fangen an, sich zu bewegen. Alles endet. Es ist das Werk Allahs, der alles sehr geschickt gemacht hat. Gewiss, er ist kundig dessen, was ihr tut. Also all diese ersten Verse über den Beginn des jüngsten Tages sollen auf eine Sache hindeuten. Worauf? Dass die Welt, die wir kennen, aus dem Fugen geraten wird. Dass die Welt, die wir kennen, zerstört wird. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird sie im wahrsten Sinne des Wortes zerstören. Er wird sie austauschen, um uns aufzuzeigen, all das, was wir sehen, ist vergänglich. Genauso wie dein Leben vergänglich ist. Dein Leben ist vergänglich. Ja, und diese gesamte Welt ist vergänglich. Wenn sogar der Berg vergeht und sich bewegen wird und nicht mehr an der Stelle bleiben wird, wo er einmal war. Und wie es Allah Ta'ala gesagt hat, kal'ijnin manfush, zu Wolle, die einfach so zerstreut wird und zerpflückt wird. Wie ist es dann erst mit deinen Häusern, die du errichtet hast? Mit deinem Geld, was du dir angespart hast? Mit all deinem Vermögen? Alles wird vergehen, alles ist vergänglich. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. Und wenn die trächtigen Kamelstuten vernachlässigt werden, was ist denn Ishar? Hier wird es übersetzt mit Kamelstute. Warum? Wir wissen doch, dass Kamel im Arabischen Naqa heißt. Warum benutzt Allah Ta'ala hier das Wort Ishar? Ishar deutet darauf hin, dass es sich hierbei um eine Kamelstute handelt, die trächtig ist, und zwar im 10. Monat. Die trächtig ist, und zwar im 10. Monat. Sie hat sozusagen trägt ein Junges in sich, was schon 10 Monate alt ist. Also kurz vor der Geburt des Jungen.
Also es ist eine sehr, sehr wertvolle Kamelstute, nicht irgendeine. Weil eigentlich handelt es sich um zwei Kamelstuten. Einmal sie selbst und dann noch das Junge, was geboren wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, dass in diesem Moment, wo der jüngste Tag beginnen wird, die Menschen alles vernachlässigen werden. Es gibt manche Mufassirin, die sagen, mit Ishar ist hier nicht die Kamelstute gemeint, sondern mit Ishar ist der Boden gemeint, der dir gehört. Und selbst diesen Boden, der dir gehört, dein Hab und Gut, dein eigenes Land, wirst du einfach so vernachlässigen. Du wirst auf nichts mehr Acht geben. Das Einzige, was du tun wirst, ist, und das werden wir gleich sehen, das Einzige, was du tun wirst bei all dem ist, in diesem Moment über dein Leben nachdenken. Und deswegen, wir nehmen das einfach vorweg. Und zwar, Vers Nummer 13 ist der sogenannte Muqsam Alayhi. Vers Nummer 14, ist das, worauf Allah Ta'ala in all diesen Schwüren schwört, nämlich Alimat Nafsumma Ahbarat. Wird eine jede Seele erfahren, was sie vorgebracht hat. In dem Moment, wo das geschehen wird, werden die Menschen anfangen nachzudenken über ihr Leben, die noch auf der Welt sind. Wenn sie plötzlich sehen, wie die Sonne sich selbst zerstört, umschlungen wird von der Dunkelheit, muss man sich ja vorstellen. Jetzt guck mal, es ist sonnig gerade draußen und plötzlich siehst du, wie das Licht der Sonne vergeht. Wie als würde sich etwas um die Sonne schlingen. Und es wird plötzlich dunkel. Die Berge, die fangen an sich zu bewegen. Die Erde bebt. Was werden die Menschen in diesem Moment machen? Sie werden sich Gedanken machen über ihr Leben, über den jüngsten Tag. Was kommt jetzt? Was erwartet mich jetzt? Sie werden sich nicht Gedanken machen über ihren Besitz. Das ist das Letzte, woran du denken wirst. Weil du weißt, es ist vorbei. Was bringt mir Besitz, wenn die ganze Welt zerstört ist? Und deswegen in diesem Moment wird jede Seele darüber nachdenken, was sie vorgebracht hat. Aber dann ist es zu spät. Und deswegen, was gehört zu den großen Zeichen des jüngsten Tages? Und was auch gleichzeitig ein Ende für die Möglichkeit der Taube ist. Wann endet die Möglichkeit zur Reue? Ja, wenn die Sonne im Westen aufgeht und nicht mehr im Osten. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, in einer anderen Welt sozusagen, inna Allah yabsutu yadahu bil layl yatubu musi'un, yabsutu yadahu bil layl yatubu musi'un, hatta tathlu ash-shamsu min maghribiha. Allah erstreckt seine Hand aus am Tag, damit derjenige reumütig zu ihm zurückkehren kann, der in der Nacht gesündigt hat. Und er streckt seine Hand in der Nacht aus, damit derjenige reumütig zu ihm zurückkehren kann, der am Tag gesündigt hat. Bis wann? Hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha. Bis die Sonne im Westen aufgeht. Weil in diesem Moment wird es so und so allen Menschen klar werden. Die Menschen werden in diesem Moment sich Gedanken machen. Aber es ist zu spät. Khalas. Es ist vorbei. Und deswegen, Allah Ta'ala, er beginnt jeden dieser Verse mit dem Wort Iza, wenn. So als würde jedes dieser Dinge, die Allah beschreibt, ein eigenständiges Ereignis sein. Und jedes Mal, wenn du etwas siehst von dem, wirst du dir Gedanken machen über dein Leben. Aber es wird vielleicht schon zu spät sein. Und deswegen sollte ich jetzt bereuen. Jetzt zu Allah zurückkehren. Mir jetzt Gedanken machen über mein Leben. Es gab einen, der Salaf al-Salih, machen einen kleinen Exkurs, bevor wir hier weitermachen. Der hatte eine Grube in seinem Haus. Und er hat sich immer wieder reingelegt, von Zeit zu Zeit. Und dann hat er sich Gedanken gemacht über sein Leben. Und dann hat er den Vers rezitiert, قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. O mein Herr, lass mich zurückkehren. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْ. Damit ich doch etwas Gutes tun kann von dem, was ich unterlassen habe. Und dann steht er auf und sagt, ah, oh, hier bin ich, Unifs. Ich kann wieder zurück. Ich kann wieder zurück. Ich kann noch mal etwas gut machen von dem, was ich unterlassen habe. Und deswegen sollten wir jetzt zurückkehren zu Allah, bevor es zu spät ist. Der Shaitan sagt immer, morgen, 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 wenn ich heirate, wenn ich weiß ich nicht, was mache. Nein, jetzt sofort direkt.
Weil dann ist es zu spät. Weil dann hast du alles vor Augen. Und wenn du alles vor Augen hast, dann ist auch keine Prüfung mehr vorhanden. Alimat nafsum ma ahdarat. Die Schwüre gehen weiter. Wa idha al-wuhush hushirat. Und wenn die wilden Tiere versammelt werden, manche Mufassirun sagen, wenn sie zerstört werden, vernichtet werden, die wilden Tiere. Und manche sagen, versammelt im Sinne, sie werden sich sammeln an einem Ort, weil sie Angst haben an diesem Tag. Wilde Tiere werden aus dem Wald, aus ihrem Dschungel hinausrennen, weil sie Angst haben, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden, wenn die Meere plötzlich über das Ufer treten und alles überschwemmt wird, Tsunamis, weiß ich nicht was, das Gleichgewicht gerät außer Kontrolle. An diesem Tag, und jetzt kommt sozusagen, das sind die ersten sechs Schwüre gewesen, jetzt zeigt uns Allah Ta'ala auf, was dann geschehen wird. Nämlich am jüngsten Tag direkt. Und er beginnt mit etwas sehr, sehr Interessantem, indem er nämlich sagt, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Und wenn die Seelen gepaart werden. Was ist damit gemeint, mit den Seelen gepaart werden? Es gibt verschiedene Meinungen diesbezüglich zu den Gelehrten. Eine der Meinungen, die mir sehr gefällt, ist, dass die Guten mit den Guten versammelt werden und die Schlechten mit den Schlechten. Die guten Seelen werden mit den guten Seelen versammelt. Und die schlechten Seelen mit den schlechten Seelen. Und deswegen am jüngsten Tag wird es Menschen geben, welche in der Nähe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam stehen dürfen. Es wird Menschen geben, die können in der Nähe des Propheten stehen. Und sie werden alle an einem Ort versammelt. Es wird Menschen geben, die dann erst später dazukommen. Und zwar dann, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Gläubigen an seinem Becken empfängt. Aber sie werden zusammenstehen. Und es wird Menschen geben, die wollen dorthin, aber die kommen nicht durch, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Die Engel sagen, nein, du weißt nicht, was sie nach dir getan haben und was sie alles nach dir eingeführt haben und verändert haben. Und deswegen, die guten Seelen werden am jüngsten Tag zusammen sein. Und die schlechten Seelen werden ebenfalls am jüngsten Tag zusammen sein. Allah Ta'ala, er berichtet darüber an anderer Stelle. Und zwar in Surat An-Nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er sagt folgendes: At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyiba. Erstmal al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Schlechte Frauen gehören zu schlechten Männern. Und schlechte Männer gehören zu schlechten Frauen. Gute Frauen gehören zu guten Männern. Und gute Männer gehören zu guten Frauen. Allah subhanahu wa ta'ala, und viele sagen, dass das auf den jüngsten Tag bezogen ist, Allah ta'ala, er wird die Guten zusammenführen und die Schlechten ebenfalls zusammenführen. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Als einige Gefährten zu ihm kamen, einer der jüngeren Gefährten, er kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er war sehr traurig gewesen. Sehr traurig. Und der Prophet sagte zu ihm, was ist los? Er meinte, o Gesandter Allahs, ich vermisse dich jetzt schon. Ich vermisse dich jetzt schon. Ich kann es unter dich nicht aushalten. Und ich habe Angst, dass wenn ich oder du stirbst, dass ich dich nicht mehr sehen werde. Sollte, du wirst im Paradies sein, Allahu A'lam, wo ich hingelangen werde. Und selbst wenn ich das Paradies betreten sollte, dann werde ich niemals auf deiner Stufe sein. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gesagt? Al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch ist mit denjenigen zusammen, die er liebt. Der Mensch ist mit denjenigen zusammen, die er liebt. Und sie freuten sich über nichts mehr als über diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es wurde auch ein Vers diesbezüglich herabgesandt. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, so sind jene mit jenen zusammen, ja, denen Allah seine Gnade erwiesen hat. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Von den Propheten, den Wahrhaftigen und den Märtyrern und den Frommen. وَحَسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Und welch gute Gefährten sind das. Das heißt, die Guten werden mit den Guten zusammen sein. Und die Schlechten mit den Schlechten.
Und deswegen solltest du dir jetzt schon im diesseitigen Leben aussuchen, mit wem du zusammen sein möchtest. Das fängt jetzt schon an. Diese Auswahl fängt jetzt schon an. Du kannst selbst wählen im diesseitigen Leben. Du hast die Möglichkeit, doch zu wählen. Später wirst du nicht die Möglichkeit haben. Du wirst einfach mit denjenigen sein, mit dem du im diesseitigen Leben gewesen bist. Sogar der Hund, der mit den Leuten in die Höhle gegangen ist, den Jünglingen, es gibt Überlieferungen, die darauf hindeuten, dass er am jüngsten Tag mit ihnen zusammen sein wird. Er wird am jüngsten Tag mit ihnen, Allah hebt ihn extra hervor. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich mir jetzt schon die Menschen aussuche, mit denen ich auch am jüngsten Tag zusammen sein möchte. Manche sagen, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, und wenn die Seelen gepaart werden, dass damit gemeint ist, dass die Seele und der Körper miteinander gepaart werden, sodass sie sich nie wieder trennen können. Die Seele und der Körper im diesseitigen Leben sind miteinander gepaart. Aber sie sind nicht so gepaart, dass sie sich nicht mehr trennen können, sondern sie können sich trennen. Wenn wir schlafen, dann trennt sich die Seele teilweise vom Körper, nicht vollständig. Sie ist noch mit dem Körper verbunden. Ja? Aber sie ist nicht mehr vollständig im Körper. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Ta'ala, er sozusagen nimmt die Seele zu sich, yatawaffa al-anfus, die Seelen zu sich, wenn sie sterben. Und diejenigen, ja, welche nicht in ihrem Schlaf sterben. Also er nimmt sie schon zu sich. Aber diejenigen, die sterben, die hält er zurück. Die Seelen, die sterben sollen, die hält er zurück und schickt sie nicht noch einmal zurück. Und die anderen schickt er zurück in den Körper bis zu einer bestimmten Frist. Aber am jüngsten Tag, wie wird es da sein? Da werden Körper und Seele miteinander gepaart, so dass es keinen Tod mehr geben wird. Und der Mensch sich sogar den Tod wünschen wird, aber nicht sterben kann. Der Mensch wünscht sich den Tod, aber er kann nicht sterben. قَالُوا يَا مَالِكْ لِيَقُضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكْ. Die Höllenbewohner werden am jüngsten Tag rufen, O Malik, dein Herr soll uns endlich raus, wir wollen sterben, wir wollen raus. Wir wollen nicht mehr, wir wollen gar nichts, wir wollen einfach weg sein, nicht existieren. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Ihr werdet bleiben. Ihr könnt nicht mehr sterben. Es geht nicht. Der Mensch wünscht sich zu sterben, aber er kann nicht sterben. Wenn ein Mensch hier in diesseitigen Leben nicht mehr kann und Suizidgedanken hat und sich das Leben nehmen möchte, dann nimmt er sich das Leben, um somit seine Sorgen zu beenden. Er glaubt, dass er seine Sorgen damit beendet. Es ist möglich. Aber am jüngsten Tag kannst du machen, was du willst. Du wirst nicht sterben. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Das ist der erste, jetzt, das erste Phänomen des jüngsten Tages. Die Menschen werden wieder auferstehen. Die Guten werden mit den Guten sein und die Schlechten mit den Schlechten. Und jetzt kommt etwas Unglaubliches. Und zwar, und Allah Ta'ala, der einzige Schwur, dem Allah Ta'ala zwei Verse gibt, ist der Schwur. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Und wenn das lebendige, begrabene Mädchen gefragt wird, der erste Vers und der zweite, wegen welcher Sünde es getötet wurde. Wa'dul banat. Ein Brauch, der nicht nur bei den Arabern üblich war, sondern der damals in vielen Kulturen bis in unsere heutige Zeit noch vorhanden ist sogar. Dass man Mädchen, kleine, neugeborene Mädchen, bei lebendigem Leibe begräbt und somit tötet, um sie loszuwerden. Aus verschiedenen Gründen. Entweder aus Scham darüber, dass man ein Mädchen bekommt, weil man es nicht haben wollte. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht auch an andere, im Koran an anderer Stelle genau darüber. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونَ. Soll er es sozusagen behalten und dadurch sozusagen eine Ehre verlieren? أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Oder soll er sie unter der Erde begraben? Für viele, nicht für alle, es gab einige Stämme, für die war das eine Schande gewesen. Oder einfach, man hatte Angst gehabt,
dass das Mädchen nicht arbeiten kann, kein Geld verdienen kann. Man wusste nicht, wie man es ernähren soll. Und es gab Leute in der vorislamischen Zeit, welche dafür bekannt gewesen waren, dass sie sogar extra Mädchen zu sich genommen haben und den Leuten noch dafür Geld gegeben haben, damit sie sie nicht bei lebendigem Leibe begraben. Und einer dieser Männer ist ein Mann gewesen, der hieß Sa'sa'a ibn Suhan, der später auch Muslim wurde. Er hat, wie es manche sagen, 70, manche sagen bis zu 400 Mädchen gerettet. Immer wenn er gehört hat, dass eine Frau schwanger war, ja, dann hat er gesagt, bevor du das Mädchen bei lebendigem Leib begräbst, gebe ich dir Geld dafür und ich gebe dir zwei Tiere sogar dafür und behalte, und ich kümmere mich darum. Und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Er hat sie dann am Leben gehalten und hat sich dann um sie gekümmert. Aber es gab wiederum andere, die Mädchen begraben haben. Aber derjenige, der es nicht getan hat und von dem es aber überliefert wird, ist wer? Umar ibn Khattab. Es gibt eine Überlieferung, die nicht authentisch ist, in der gesagt wird, dass Umar einmal in einer Sitzung gelacht hat und dann wiederum geweint hat. Und als sie ihn dann gefragt haben, warum lachst du, O Umar? Sagte er, ich lache, weil die Araber, er hat halt eine Geschichte erzählt von sozusagen den Arabern, dass sie irgendwie Götzen gemacht haben Dattelmehl oder Dattel, so eine Dattelmasse, haben sie Götzen gemacht. Dattelmasse, ja. Und haben dann sozusagen sich ihre Götzen gemacht und die mit auf Reisen genommen, damit sie ihre Götzen auf Reisen anbeten konnten. Und wenn sie dann Hunger bekommen haben, haben sie ihre Götzen gegessen. Ja? Und dann hat er gelacht. Und geweint hat er, weil er angeblich eine Tochter hatte, die er bei lebendigem Leibe begraben hat und sie hat noch mit seinem Bart gespielt. Ja? Und er hat dann trotzdem sozusagen sie bei lebendigem Leibe begraben. Diese Überlieferung hat keine Grundlage. Das ist ganz wichtig, weil sie auch immer wieder verwendet wird gegen Umar ibn Khattab radiallahu anhu radha. Ja? Sie wird immer wieder verwendet, um zu sagen, ja, guck mal, was das für ein grausamer Mann gewesen war. Es gab einen anderen Mann, ja, der ein edler Mann war und der hat 8 seiner Töchter begraben. Muss man sich vorstellen, 8. Aber der Prophet Sosan hat ihn empfangen im 9. Jahr nach der Hijra, ja, obwohl er das getan hat. Und er war sogar bekannt gewesen, ja, für die Eigenschaft des Hilms, der Sanftmütigkeit. Aber in diesem Punkt, ja, war er sehr, sehr hart gewesen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, weil er das in vorislamischer Zeit begangen hat, ja, hat ihm das dann vergeben. Aber grundsätzlich geht erst einmal, Umar ibn Khattab hat das nicht getan. Und der beste Beleg dafür, dass Umar das nicht getan hat, ist, er hatte selbst eine Tochter Hafsa, die Ehegattin unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Also von dem her, ja, widerspricht das ganz klar, ja, den Tatsachen und es hat keine Grundlage. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Bis in unsere heutige Zeit, es gibt immer noch in Kulturen, ja, beispielsweise in China sehr, sehr verbreitet, dass wenn Frauen mit Mädchen schwanger sind, ja, weil sie sich einen Jungen wünschen, weil sie durch diese Ein-Kind-Politik, ja, viele, ja, Mädchen abgetrieben wurden, regelrecht abgetrieben wurden. Ja. Es war also ein Brauch, der sehr verbreitet war und der teilweise bis in unsere heutige Zeit immer noch vorhanden ist. Aber der Islam ist gekommen, um uns aufzuzeigen, dass das eine gewaltige Sünde ist und etwas Schlimmes ist. Und dass es nicht eine Schande ist, dass ich ein Mädchen bekomme, ganz im Gegenteil, das ist eine der größten Gnaden überhaupt. Ja, das ist sogar mein Weg zum Paradies. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer 3 Mädchen hat und sie erzieht, bis sie erwachsen sind und sich um sie kümmert, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag vor der Hölle schützen. Kunna hijaban lahu min an-nar. Sie werden ein Schutz sein vor der Hölle. Und dann fragt der eine, auch 2 Ogesandte aus, er meinte auch 2 und auch einer Ogesandte, auch einer. Der Islam hat also diese Vorstellung, dass ein Mädchen eine Schande ist, völlig geändert. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir das auch verstehen. Gerade wenn wir mit Nicht-Muslimen über den Islam sprechen und dann irgendwelche Frauenrechterinnen kommen und Feministinnen und sagen, ja, der Islam unterdrückt die Frau. Nein, der Islam, er hat im Gegenteil eine Revolution auf der arabischen Halbinsel bewirkt, was die Stellung und die Rechte der Frau betrifft. Und den Blick auf die Frau und das Weibliche komplett geändert. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier über die Maw'ude und er sagt, wa idhal Maw'udatu su'ilat. Und wenn
ja, dieses bei lebendigem Leibe begrabene Mädchen gefragt wird. Es ist auch noch ein Kind gewesen. Ja, aber dieses Kind, was im Diesseits keine Stimme hatte, hat jetzt die Möglichkeit zu antworten. Ganz, ganz wichtig. Hoffnung für die Unterdrückten dieser Welt. Wie viele Menschen auf dieser Welt haben keine Stimme? Keiner spricht für sie. Wer interessiert sich schon für Menschen irgendwo in einem afrikanischen Land, dessen Namen wir nicht einmal kennen? Wer interessiert sich dafür, was mit diesen Menschen geschieht? In der Regel interessieren wir uns nur für das, worüber die Medien berichten. Das, wofür es eine Lobby gibt. Aber Dinge, für die es keine Lobby gibt, für die interessieren wir uns auch nicht. Aber Allah zeigt uns, diese Menschen werden am jüngsten Tag die stärkste Lobby haben überhaupt, die es gibt, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala, der sich für ihre Rechte einsetzen wird. Er wird sie fragen, was ist die Sünde gewesen? Und warum wird sie gefragt? Damit derjenige, der sie unter der Erde begraben hat, dann mit seiner eigenen Tochter spricht und sie ihm ins Gesicht sagen kann, warum, o Vater, hast du das mit mir getan? Stell dir mal vor, du bist ein Übeltäter, du bist ein Mörder, du bist ein Kriegsverbrecher, du drückst nur auf einen Knopf, du siehst das alles gar nicht, das Leid, was du anrichtest. Und am jüngsten Tag werden all diese Opfer, die du verursacht hast, mit einem Knopfdruck vom Flugzeug aus oder vielleicht von irgendeiner Station aus, sie werden am jüngsten Tag gefragt werden, bi ayyi dhanbin qutilt. Was ist der Grund gewesen, warum du umgebracht wurdest? Und dieser Mörder, der wird jetzt vor seinen Opfern stehen. Was muss das für ein Leid sein? Dass ich jemanden umbringe mit einem Messer, ist was ganz anderes, als wenn ich jemanden umbringe durch einen Knopfdruck. Weil ich sehe nicht, wie er stirbt. Es fällt mir leicht, ist kein Problem für mich. Aber ihn ins Auge zu schauen und dann umzubringen, das können die wenigsten. Aber all diese Menschen werden konfrontiert werden mit ihren Sünden. Du wirst es sehen. Und er wird vor dir stehen. Und du musst ihm Antwort und Rede stehen. Bi ayyi dhanbin qutilat. Wenn wir über den Wa'd sprechen, dann müssen wir über eine andere Sache sprechen, meine lieben Geschwister. Und zwar, auch wenn es diesen Wa'd in dieser Form heutzutage unter Muslimen eigentlich nicht mehr gibt, hoffe ich zumindest, dieses Begraben bei lebendigem Leibe, so gibt es jedoch andere Formen von Wa'd. Und zwar, es gibt immer noch in vielen islamischen Ländern Familien, welche ihre Töchter bei lebendigem Leibe begraben, indem sie sie zu Hause einschließen, keinen Zugang geben, ja, um sich zu bilden, ja, keine Möglichkeit geben, um etwas zu lernen. Ja, sie in jeder Hinsicht einschränken, weil sie sagen, das ist der Brauch. Ein Mädchen darf nur zweimal das Haus verlassen. Einmal, wenn es heiratet und einmal, wenn es dann vom Haus des Ehemannes zum Grab gebracht wird. Sonst nicht. Es gibt immer noch Menschen, die haben diese Vorstellung. Ja, ein Mädchen muss eingesperrt werden. Es darf nicht raus. Ist auch eine Form von Begraben bei lebendigem Leibe. Das muss man auch offen sagen. Dass leider durch viele Bräuche und Traditionen, die einfach falsch sind, die Rechte der Frauen eingeschränkt wurden. Und dass das auch das Bild des Islam verzerrt hat bei vielen Menschen. Man immer wieder gesagt hat, ja, die Frau ist eine Fitne, also muss ich die Frau wegsperren. Wo ist das leider? Das muss man auch ganz offen sagen. Das finden wir in vielen Gesellschaften. Und es wird dann auch noch versucht, religiös zu begründen, obwohl es mit Religion gar nichts zu tun hat. Teilweise werden versucht, Frauen aus den Moscheen fernzuhalten, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar und deutlich gesagt hat, dass wir Frauen nicht von den Moscheen fernhalten dürfen. Das mag vielleicht hier im Westen nicht so sein, aber es ist ein Problem, was wir immer noch haben, was aber nicht an sich mit der Religion zu tun hat, sondern mit Bräuchen, die eigentlich der Islam versucht hat aufzuheben, sich aber trotz alledem immer noch durchgesetzt haben. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Noch ein wichtiger, wir können so viele Dinge aus diesem Vers nehmen, es ist unglaublich. Ja? Was zeigt uns Allah noch? Direkt nach der Auferstehung, wenn die Seelen in den Körper gelangen, kommt was? Was ist das Erste, wonach der Mensch befragt wird? Das Erste, wonach der Mensch befragt wird, hinsichtlich der zwischenmenschlichen Beziehung, ist das Blut. Hast du jemandem Unrecht getan? Allah wird dich am jüngsten Tag befragen.
Es wird weder vorangehen, noch kannst du zurückgehen, bevor nicht klargestellt wurde, dass du keinem Menschen Unrecht getan hast. Wisst ihr, dass nachdem der Gläubige schon über den Sirat ist, über dem Sirat, eigentlich schon alles geschafft hat, es noch einmal eine Brücke gibt, eine sogenannte Qantara, eine Hängebrücke, Qantara, ja, oder es ist eine Qantara, ist auch eine gewölbte Brücke, wo noch einmal die Gläubigen sich untereinander dann Wiedervergeltung üben können. Also es wird allgemein eine Wiedervergeltung geben, einen sogenannten Qisas, sodass sogar eine Ziege, welche Hörner hatte, ihr Recht einer Ziege geben muss, ja, welche sie gerammt hat, die keine Hörner hatte, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Selbst die Tiere werden Wiedervergeltung üben untereinander, aber sie werden zu Staub werden. Und die Menschen werden das tun und dann noch einmal extra die Gläubigen untereinander. Das heißt, das Unrecht wird nicht vergehen, meine lieben Geschwister im Islam. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und das zeigt Allah Ta'ala, indem er hier extra zwei Verse für das Unrecht widmet. Und dann sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Ich merke schon, wir werden die Sura heute nicht schaffen, leider. Wir machen die erste Hälfte und dann machen wir nächstes Mal die zweite Hälfte. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Und wenn die Blätter aufgeschlagen werden, welche Blätter denn? Welche Blätter sind gemeint? Und wenn die Blätter aufgeschlagen werden? Ja? Genau, die Bücher der Taten. Du wirst jetzt sehen, was du getan hast. Allah Ta'ala erhält es dir vor Augen. Alles wird dir vorgestellt. Ein peinlicher Moment, der für viele von uns peinlich werden kann. Wahrscheinlich für die meisten. Weil du Dinge sehen wirst, die du vielleicht gar nicht sehen möchtest. Du wirst dich in einem Zustand sehen der Sünde und du wirst dich schämen. Nur das Gute ist, wenn du gläubig warst, dann wird Allah Ta'ala dich bedeckt halten. Warst du aber nicht gläubig, warst du ein Fajr, ein Freveler, dann wird Allah dich bloßstellen. Möge Allah uns davor bewahren, Herr Rabb. Möge Allah uns davor bewahren. Woher weiß ich, ob ich am jüngsten Tag bloßgestellt werde oder nicht? Wenn ich im Diesseits bloßgestellt wurde, dann werde ich wahrscheinlich auch am Jenseits bloßgestellt werden. Wenn Allah meine Sünde im Diesseits bedeckt gehalten hat, dann habe ich die Hoffnung, dass Allah sie auch am jüngsten Tag bedeckt hält. Außer ich habe etwas gemacht, wo Allah Ta'ala weiß, dass das niemand mitbekommen hat und ich werde dann am jüngsten Tag bloßgestellt. Hört mal, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Er sagt, يُدْنَ الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Der Mu'min, der Gläubige, wird seinem Herrn am jüngsten Tag nahegebracht. فَيَضَعُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ كَنَفَ. Der Herr des Stolzes, der Erhabenheit, wird dann seinen Schutz über ihn legen. Guck mal, du bist allein. Keiner ist anwesend, keiner sieht das. Du hast jetzt das Buch in der Hand. Ja? Du siehst deine Sünden, aber wie gesagt, keiner bekommt das mit. Du bist in einem abgeschlossenen, geschützten Raum. فَيَضَعُ عَلَيْهُ رَبُّ الْعِزَّةِ كَنَفَ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِ. Und dann fragt ihn Allah und lässt ihn seine Sünden eingestehen. Er wird ihm sagen, oh mein Diener, hast du nicht das und jenes an jenem und jedem Tag getan? Und du wirst dich erinnern. Und du wirst dich schämen. Du wirst dich schämen. Weil Allah spricht jetzt direkt mit dir. Als du diese Sünde begangen hast im Diesseits, wusstest du eigentlich, dass Allah dich sieht. Weil du warst gläubig gewesen, aber du bist schwach gewesen. Und hast es getan. Und in dem Moment hast du dich nicht ausreichend geschämt. Weil hättest du dich geschämt, dann hättest du es nicht getan. Und du hast dich in diesem Moment nicht ausreichend geschämt. Dein Iman war nicht stark genug gewesen. Vielleicht hast du dich im Nachhinein geschämt. Weshalb Allah Ta'ala dich auch bedeckt hielt. Und jetzt in diesem Moment spricht Allah direkt mit dir. Unser Prophet sagt in einer anderen Überlieferung, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٍ. Es gibt niemanden von euch, mit dem nicht sein Herr direkt sprechen wird. Niemand. Zwischen ihm und zwischen Allah wird es keinen Dolmetscher geben. Kein Engel, niemand. Direkt wird Allah mit dir sprechen.
Dann schämst du dich. Wie konnte ich so etwas machen? Allah lässt sich deine Sünden eingestehen. Und dann sagt Allah Ta'ala, wie es der Prophet berichtete, zu diesem Menschen. Er wird zu ihm sagen, لَقَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا. Ich habe diese Sünde bedeckt gehalten für dich in der Dunya. Ich habe dich nicht bloßgestellt. Ich hätte dich auch bloßstellen können, oder? Ich habe dich aber nicht bloßgestellt. Und deswegen, وَغَفَرْتُهَا لَكَ الْيَوْمِ. Und heute werde ich sie dir vergeben. ثُمَّ يُعْطَى كِتَابُهُ بِيَمِينِ. Und dann bekommt er sein Buch mit der Rechten. Ja, Salam. Ja, Salam. Aber wenn du anders gewesen bist, wenn du dich selbst bloßgestellt hast und diesseits, das Schlimmste überhaupt, wie es heutzutage viele machen, sich selbst bloßstellen, ihre Sünden auf Facebook, auf Instagram, weiß ich wo, darstellen, allen zeigen, ja hier, ich sündige, sich sogar darüber freuen und sogar noch stolz darauf sind. Ja, die müssen all ihre Sünden wahrscheinlich in der Öffentlichkeit am jüngsten Tag bekannt geben. Und alle werden zuschauen. Und dann kommen noch viel schlimmere Dinge hervor. Das, was du zeigst, ist ja nur ein Teil, ein kleiner Teil von dem, was du noch im Geheimen tust. Möge Allah uns davon bewahren. Und deswegen, was wird am jüngsten Tag die Strafe von einem Verräter sein? Er wird eine Flagge tragen, auf der steht Radir, Verräter. Die Leute haben dir vertraut und dann läufst du mit dieser Flagge herum. Du musst sie tragen, es geht nicht anders. Sie ist wie angewachsen. Und alle gucken dich an und du läufst mit dieser Flagge rum. Verräter. Mein Gott. Die haben dir alle vertraut. Und dann gucken sie dich an und sagen, warst du nicht derjenige, dem wir alle vertraut haben? Ja, aber ich habe euch alle hintergangen. La ilaha illallah. Wa idha as-suhufu nushirat. Und dann sagt Allah Ta'ala, wa idha as-sama'u kushitat. Und wenn der Himmel abgezogen wird, ja, der Himmel und die Erde sind nicht mehr da am jüngsten Tag. Alles ist jetzt klar, du siehst alles. Alles ist jetzt klar, alles wurde geändert. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ. An jenem Tag, wo die Erde ausgetauscht wird mit einer anderen Erde und die Himmel ist nicht mehr da, kushitat. Alles ist weg. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Und wenn die Hölle angefacht wird, die Hölle ist schon jetzt da, aber sie wird noch einmal angefacht, weil sie nämlich den Höllenbewohnern, die noch nicht in ihr sind, Angst machen soll. Und die Höllenbewohner, sie werden sie hören von Weitem. So wie es Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Furqan, ja, sehr, sehr schön beschreibt, ja, was heißt sehr schön, sehr angsteinflößend beschreibt. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Hölle in Surat al-Furqan, وَإِذَا أُلْقُوا, na, Affan, es geht noch davor weiter, بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ, aber nein, sie erklären die Stunde für Lüge, وَأَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, doch wir haben für diejenigen, die die Stunde für Lüge erklären, eine Feuerglut bereitet, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا, wenn sie sie aus der Ferne sieht, wie, die Hölle kann sehen? Nicht die Leute sehen die Hölle, sondern die Hölle sieht sie, die Höllenbewohner. Die Hölle ist lebendig, die Hölle kann sprechen, die Hölle hat Augen, hat Ohren. Natürlich nicht Ohren wie wir, aber sie ist lebendig, sie kann kommunizieren. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ, wenn sie sie, also die Hölle, aus der Ferne sieht, سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا, hören sie bereits von ihr Grollen und Fauchen. Die Hölle ist zornig. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ, und wenn sie da in einen engen Ort zusammengebunden geworfen werden, دَعَوْ هُنَالِكَ ثُبُورًا, rufen sie dort nach Vernichtung, لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا, ruft heute nicht nach nur einer einzigen Vernichtung, sondern ruft nach vielen Vernichtungen. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, und wenn der Paradiesgarten nahe herangebracht wird, der Paradiesgarten nähert sich den Paradiesbewohnern und die Paradiesbewohner nähern sich dem Paradiesgarten. Was ist dann in diesem Moment? عَلِمَتْ نَفْسٌ
ma ahdarat, wird eine jede Seele erfahren, was sie vorgebracht hat. Dem Moment. Der Höllenbewohner, der wird sagen, hätte ich doch bloß, hätte ich doch bloß, hätte ich doch bloß. Der Paradiesbewohner wird sagen, Alhamdulillah, dass ich im diesseitigen Leben Gutes getan habe, dass ich auf die Propheten gehört habe und dass ich diesen Weg beschritten habe. Jeder wird sich in diesen Momenten Gedanken machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche in diesem Moment Alhamdulillah sagen können. Und nicht zu denen, welche in diesem Moment sagen, hätte ich doch bloß, hätte ich doch bloß, hätte ich doch bloß. Amin, ya Rabbil Alameen. Also, eigentlich wollte ich heute die gesamte Sura machen, aber diese Verse sind einfach zu überwältigend gewesen. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, wie damals die Quraysh, als sie das gehört haben zum ersten Mal, was das für eine Wirkung auf sie gehabt haben muss. Ich meine, sie verstehen das direkt, das ist ihre Sprache. Und dann kommt ein Prophet und dann kommt dieser Isa, oh, 12-mal Isa, und dann plötzlich Ali Matnef Summa Ahdar. Jeder weiß jetzt, was sie vorausgeschickt hat. Aufmerksamkeit pur. Jeder, der das hört, muss überwältigt sein. Und wir wissen, wie geht es jetzt weiter? Und das zeigt uns Allah Ta'ala im zweiten Teil der Sura. Über diesen zweiten Teil, da bin ich auch ganz froh drüber, weil ich hatte noch ein, zwei offene Fragen, werden wir inshallah ta'ala dann in der kommenden Woche sprechen, weil Allah ta'ala jetzt nochmal schwört. Und was ich bisher nicht verstanden habe, ja, oder mir noch nicht klar wurde, ja, ist, was dieser zweite Schwur dann mit dem zu tun hat, worauf Allah ta'ala dann als zweites schwört, nämlich innahu laqawlu rasulin kareem. Dies sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Aber dazu dann das nächste Mal mehr, inshallah ta'ala.